Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Hearts of Stone. Ja, wir haben die ophirische Rüstung an und mir gefällt sie ehrlich gesagt nicht so gut. Ich sehe ein bisschen geschniegelt und gestriegelt aus. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die Vipernrüstung besser wird. Noch ein Level, dann haben wir sie. Ich hoffe mal, den erreichen wir auch noch im Zuge dieses Spiels. Dieses DLCs. Und die ganzen Bilder fackeln, weil ich habe die Entscheidung hier getötet. Die hat sich hieraus immer wieder regeneriert, die Sau. Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Die Frau Bärbin. Ich glaube ja, sie ist tot. Immer noch. Die Iris lebt nicht mehr. Ja, wie ich sagte, da liegt sie. Aber erst gucken wir mal hier. Ein Bild. Porträt von Iris und Olgiert. Ja, wunderschön. Oh, da geht's auch noch weiter. Warte, dann will ich mir erstmal Iris ansehen. Na, Iris, du alte Plunz. Lebst nicht mehr, ne? Da ruft doch jemand. Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everick zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hier hin und starb an Trauer und Einsamkeit. Ihr Geist ist rastlos und zornig, greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everick hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Sie kann uns nicht hören. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Hm, dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Naja, ich glaube, das Vieh ist alles anderes als ein Hund. Ach nein. Ich war noch nicht fertig da oben. Lass mich nochmal rauf, Mensch. Ich war nämlich noch gar nicht in der Seitenkammer. Wahrscheinlich gibt es da noch was. So, hier neben nämlich. Auch wieder eine Staffelei. Sie hat wohl gerne gemalt, hä? Na toll, eine Tabakspfeife. Hat sich voll gelohnt, hier nochmal herzukommen. Und lauter Alkohol. Hm. Wahrscheinlich hat sie vergessen, irgendwo das Licht auszumachen. Dann ist ein Feuer ausgebrochen und hat Teile vom Haus mit verbrannt. Sieht nicht mehr so gut aus, die gute Frau. Warte mal, die Klamotten, die waren sogar... Aha. Oh, guck mal, das sind Klamotten von Everick. Sowas hat er auch angehabt auf der Feier. Interessant.
Ach Leute, ich ziehe wieder die Neumond-Klamotten an. Mir gefällt die Rüstung überhaupt nicht, ne? Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen... ist besser als meine Rüstung, aber die gefällt mir optisch... Oh, das war falsch. Die gefällt mir optisch überhaupt nicht. Deswegen lasse ich die an. Ich werde die in die Rüstung... in die Kiste packen, keine Sorge. Guck mal, hä? Das ist genau die identische Waffe. Und die gibt nur ein bisschen mehr Geld. Weil die halt... Oh. Na gut, da ist noch Gift drauf, aber trotzdem. Verstehe ich nicht. Das ist genau dieselbe Waffe. Naja, ist ja egal. So, Dalle, dann gehen wir mal raus hier. Ist ja schon langsam Abend. Ah, ne, es ist schon morgens. 3 Uhr morgens? Ich habe gedacht, es wäre erst am Abend. Aber es ist fast eine mondklare Nacht, würde ich behaupten, oder? Schade, ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen noch mehr Schätze hier raus. Aber nein. Oha. Hund und Katz. Ich lasse es Nacht, weil ich finde es hier besser in der Nacht. Passenden Ort finden. Nee, hier gefällt es mir nicht. Hier vielleicht. Bei den Blumen. Oder? Oder hier? Hä? Bei der Staffelei vielleicht. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everreck letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet, dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Ich kann nicht viel über Iris von Everreck sagen, aber ihre Bilder gefallen mir. Schade, dass sie aus ihrer Kunst nicht mehr Trost schöpfen konnte. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Ihr beiden. Habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Na toll. Ich weiß nicht, ob diese Bürste dir gehörte. Aber wenn du hübsche Dinge mochtest, hast du sie vielleicht gerne bei dir. Nein, ich wollte die anderen Sachen auch noch. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen... War mal schön dort. Ich soll dir folgen. Also schön. Bin ich hier?
Das ist ja cool. In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Erinnert mich ja so ein bisschen an Dark Souls. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Also gut, es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Oh je. Ja, das ist echt super. Iris von Everick. Warte mal, erstmal Charaktere. Schwarze Katze. Und der Hund. Wird mich mal interessieren, was das sind. Schwarze Katze und schwarzer Hund. Auf der Suche nach der lilafarbenen Rose, die Olgiet seiner Frau gegeben hatte, gelangte Geralt zum verlassenen Familiensitz derer von Everick. Nun ein Hort seltsamer bis grässlicher Kreaturen. Unter diesen waren auch eine schwarze Katze und ein schwarzer Hund, die zwar sprechen konnten, aber doch recht wenig über sich erzählten. Geralt nahm an, dass sie Dämonen aus einer anderen Sphäre waren, die durch schwarze Magie herbeigerufen und in Tierkörpern gefangen waren, um Iris von Everick zu dienen. Das rätselhafte Duo hoffte, dass Geralt ihm Freiheit verschaffen würde. Freilich hatte der Hexer keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. Und jetzt schauen wir noch Iris. Hoppala, war zu weit. Iris von Everick. Als Geralt Olgiet von Everick aufsuchte, um dessen dritten und letzten Wunsch zu hören, erfuhr er, dass der raubeinige Ataman einst verheiratet gewesen war. Irgendwann hatte er seiner Frau jedoch eine lilafarbene Rose als Abschiedsgeschenk gegeben und sie verlassen. Geralts Aufgabe war es nun, diese Rose irgendwo im verlassenen Anwesen der von Evericks zu finden. Als er dort eintraf, fand er heraus, dass das Anwesen von einer bösen Erscheinung heimgesucht wurde. Diese war an Olgiets Frau Iris gebunden, die vor Jahren vor Einsamkeit gestorben war. Das Haus wurde nun durch ihren Zorn und Kummer mit böser Energie gefüllt. Geralt sammelte die Überreste von Iris ein und begrub sie im Garten des Anwesens. Dies tat er sowohl aus menschlichem Anstand als auch aus kühler Berechnung, da er wusste, dass dieser Akt ihren rastlosen Geist beruhigen und den Hexer zur lilafarbenen Rose führen würde. Bei der Beerdigung erschien Iris besänftigter Geist und nahm Geralt mit in eine Welt, die nur in ihrem Verstand existierte. Diese gemalte Welt bestand aus ihren Ängsten und Erinnerungen, denen Geralt jetzt entgegentreten musste. Seht mal, da malt sie gerade was. Geister von Olgiert und seiner Frau, warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Ich meine, es ist ja nur ein Bild, oder? Was hat er da in der Hand? Was liegt denn da? Ein Buch? Der Geist aus der Steppe. Der Geist aus der Steppe. Oft gelesen, ganz abgegriffen. Ja, ich weiß, ich lese wieder sehr viel. Und wenn ihr ein Problem damit habt, skippt das. Aber ich will's wissen, das interessiert mich. Auf diese Art, der Mensch soll enden. Seht nur, wie dies edle Geschlecht Jahr für Jahr mit eigenen Händen zerstört sein von Geburt an eigenes Recht. Die Herzen sind kalt, es herrscht Bruderzwist. Die Reichen werden fett, die Armen dünn. Manche horten Brot, andere hat kein Glück geküsst. Sie erheben sich und raffen einander dahin. Kostet nun meine Nachricht Furcht. Euch Herzlosen wird helfen keine Flucht. Die Welt spürt den Biss eurer düsteren Hauer. Das Gift eurer Verbrechen durch ihre Adern rinnt. Der Zorn der Könige, der Zorn der Götter in den Wolken lauert. Der reinigende Sturm schon bald beginnt. Der Mensch, ein schlafendes Rätsel.
Eine Larve nur, vom Speichel umgeben, wartet unter einem tosenden Sturm, wächst und wächst in ihrem kurzen Leben, bis das Licht endlich rufet herbei den Wurm. Sie öffnet die Flügel und fliegt hoch wie ein Turm. Mögen wir dies niemals vergessen, mögen wir im Herzen sie uns bewahren, diese frohe Kreatur so unvermessen, wie sie zum ersten Mal hinaufgefahren. Wer das Fleisch lieber hätte niemals besessen, den Himmel anfleht seit Jahren, möge dies diese Seele mit Hoffnung benetzen. Okay, ich bin nicht sehr gut in Poesie und ich verstehe auch gar nicht, was da jetzt gemeint war. Eine Malerpalette. Farbpalette. Ja, was haben wir hier? Eine Teekanne. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Und Olgert macht was? Das Buch? Passt perfekt. Ja, er liest ein Buch und sie malt. Sie braucht die Malerpalette. Ich hat das Anwesen bemalt. Ja, das heißt, sie braucht die Palette. Passt perfekt. Ha, das war's doch. Er las und sie malte. Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Hm? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. Hübsche Frau, oder? Diese Bienen. Machen die mir was? Nö. Oh doch, die machen mir was. Ey. Warum? Okay, aber ich kann hier kurz meine Tränke auffüllen. Bäh! Was wollen die Bienen von mir? Not the bees! Not the bees! Oh my god, not the bees! Na, was? Ich habe euch nichts getan. Die Bienenstöcke, warte mal. Okay, die kann man nicht zerstören. Ja, sie hatten wohl eine Bienenzucht. Die wir gesehen haben. Guck mal, das sieht alles so sehr kunstvoll aus. Wow, aus dem Brunnen kommt auch irgendwelcher Dampf. Was ist das? Farbdämpfe? Weiß man nicht, ne? Oh nein, es sind überall Bienen. Bäh. Was? Verlieren wir die Nerven? Warum gibt's hier Arachniden? Die kann ich bestimmt nicht plündern, hä? Huh? Die dampfen so ein bisschen. Oh nein. Mistviecher. Mistviecher. Ist da hinten noch was? Ich schätze mal nicht, dass ich hier was aufsammeln kann. Warum ausgerechnet Spinnen? Also, ne? Ihr wisst schon. Das sind ja keine richtigen Spinnen. Das sind ja sechsbeinige Viecher. Irgendwas. Arachnomorphs heißen die. Ne. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir uns die nächste Szene ansehen, mache ich hier nochmal ein Päuschen, liebe Leute. Ich danke euch weiterhin sehr für eure Unterstützung und dafür, dass ihr zuseht. Lasst mir ein bisschen Liebe da. Und schaltet wieder ein zu The Witcher 3 Hearts of Stone. Bis dahin.